uns in der Weihnachtszeit, auch wenn es für uns schon so weit weg erscheint, dieses Weihnachtsfest. Es ist noch gar nicht so lange her. Die Weihnachtszeit, die geht ja offiziell noch bis zum 2. Februar, bis Maria Lichtmess. Und so kommen wir heute Abend noch einmal zusammen, hören auf Texte und Lieder aus dieser Weihnachtszeit. Und einige von Ihnen haben auch Kerzen mitgebracht. Kerzen, die Sie in der Advents- und Weihnachtszeit wahrscheinlich auch zu Hause angezündet haben. Und indem wir diese Kerzen heute hier noch einmal anzünden, holen wir etwas hinein, hier in den Raum von diesem Fest. Wir nehmen etwas mit von diesem Fest in unseren Alltag, der ja wieder ganz da ist. Von Weihnachten ist nur noch wenig zu spüren. Und so lassen wir uns heute Abend noch einmal neu davon berühren. So feiern wir jetzt Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Mit Mose entkamen die alten Israeliten einst ihrer bedrückenden Sklaverei. Tag und Nacht wanderten sie durch die Wüste. Hier trat Gott selbst auf ihre Seite. Ihr seid meine Leute, und ich bin euer Gott, sagte er. Sie folgten ihm und seinen Geboten, ohne ihn wirklich zu kennen. Aber sie sprachen sich Mut zu. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Längst bewohnten die Israeliten mit König David die heilige Stadt Jerusalem. Sie haben dort Gott einen Tempel gebaut. Aber seine Gebote waren ihnen nicht wirklich wichtig. Da schickte Gott ihnen Propheten, die weckten die Gleichgültigen auf und riefen, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Sterndeuter aus dem Osten folgten Nacht für Nacht einem hellen Stern. Sie sagten, im heiligen Land muss ein Königskind geboren sein. Hirten bei Bethlehem fuhren aus dem Schlaf, als mitten in der Nacht Engel ihnen sagten, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Amen. Licht, was in die Welt gekommen, Sonne voller Glanz und mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen, und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm hertragen. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen. Und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren. Und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Gottes Licht durch euch scheinen in der Welt, dass sie den Weg zu ihm finden und sie mit euch jeden Tag Gott liebt und preist. Halleluja, Halleluja. Freut euch, ihr Christen, verkündigt, was geschieht. Gott gibt den Herrn nicht verloren. Er lässt uns nicht in der Finsternis im Stehen. Christus, der Herr, ist geboren. Mache dich auf, werde Licht, Kerzenlicht. Ein leichtes und sanftes Flackern der Flammen, schummriges Licht, Gemütlichkeit stellt sich ein, auch ein wenig Behaglichkeit. Wenn ich so auf die Flammen blicke, auf das Licht, das in die Dunkelheit hineinstrahlt. Gerade jetzt, in diesen nassgrauen Tagen, da sehne ich mich nach diesem Licht. Da sehne ich mich nach Sonne und Wärme. Alles sieht so grau und trostlos aus. Ganz anders noch als vor einem Monat, mitten in der Adventszeit. Da leuchteten Sterne an den Straßenlaternen und auch an Häusern. Die beleuchteten Tannenbäume in den Straßen und an den Häusern tauchten alles in ein anderes, neues Licht. An den Fenstern Lichterketten, Kerzenduft in den Häusern und Wohnungen. Und an Weihnachten dann haben wir selbst dieses Licht gefeiert, das Licht dieser Welt. Gott, der unser Leben hell und Licht machen will. Als kleines Kind in der Krippe kommt er zu uns. Jetzt ist all dies wieder vorbei. Es ist wieder Alltag eingekehrt. Die Bäume, zumindest die meisten in den Häusern, sind abgeschmückt. Und die Weihnachtsdeko wartet bei den meisten wahrscheinlich jetzt wieder gut verstaut, in Kisten verpackt, auf ihren Einsatz in diesem Jahr im Dezember. Der Alltag ist wieder da. Und dabei ist es noch gar nicht so lange her. Der Glanz ist vergessen, wenn das triste und graue Einerlei wieder mit Gewalt eintritt. Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, so schreibt es der Prophet Jesaja. Die Israeliten haben sich eingerichtet, sich mit ihrem Schicksal abgefunden. Die Vertreibung aus ihrer Heimat, die war schon lange her. Sie leben fernab der Heimat, umgeben von fremden Mächten und Göttern. Der erste Schock, die Wut, die Tränen sind erst einmal überwunden, zumindest äußerlich. Nun gilt es, den Alltag neu zu organisieren, sich zu orientieren in einem fremden Land. Und doch ist da die Sehnsucht nach Jerusalem, dem religiösen Zentrum Israels. Seit ihrer Vertreibung nach Babylon sind sie abgeschnitten von diesem Ort. Aber in ihren Herzen bewahren sie die Erinnerung daran. Der Prophet Jesaja lässt immer wieder die Flamme der Sehnsucht weiterbrennen. Mache dich auf und werde Licht. Da, wo Licht ist, da wird alles leicht und Licht. Da heben sich die Konturen aus der Dunkelheit heraus. Da zeigen sich Umrisse und klare Kanten, erst nur zögerlich, dann immer mehr. Und wenn sich die Augen erst einmal daran gewöhnt haben, dann kann man auch in der Dunkelheit bei einer kleinen Flamme gut sehen. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Finsternis umgibt mich und auch die Dunkelheit ist da. Krieg in der Ukraine, Klimawandel, Inflation, steigende Energiekosten, Wetterextreme. Und dazu die kleinen alltäglichen Beschwernisse, das eigene Weh und Ach. All das ist da.
Es lässt sich nicht wegreden und auch nicht schönreden. Es gehört zu jedem Leben dazu. Aber über alledem und in allem steht das große Aber Gottes. Denn Finsternis bedeckt das Erdreich und die Völker, aber über dir geht auf der Herr. Gott kommt in die Finsternis hinein, in meine Dunkelheiten. Wie eine kleine, unscheinbare Flamme, erst langsam und zögerlich, aber dann mit voller Macht. Gott tritt ein in mein Leben, in Jesus wird er klein, im dunklen Stall kommt er zur Welt, bringt Licht und Leben. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Heute bei uns und damals bei den Israeliten. Und dennoch gibt es da einen kleinen Silberstreif Hoffnung am Horizont, ein kleines Fünkchen Hoffnung. Bei den Israeliten war es der Perserkönig Kyros, der den Juden wieder erlaubte, in die Heimat zurückzukehren, zurück nach Israel. Sie durften Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen. Es mag noch dunkel sein und Finsternis dich umgeben. Lange Tage und Nächte, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll mit dir und dieser Welt. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Gott selbst spricht sein großes Aber gegen alle Resignationen. Gott selber geht auf wie die Sonne über alle Völkergrenzen hinweg. Gott kommt und die Menschen, wir kommen zu ihm. Und an Weihnachten haben wir es ja gehört. Zuerst kommen die Hirten auf den Feldern, in der Dunkelheit ihrer Nacht, in ihrer Position am Rande der Gesellschaft, mit ihren Fragen und Zweifeln, den Existenzängsten und den offenen Fragen für die Zukunft. Über diesen Hirten bricht der Himmel auf. Licht kommt von oben auf sie herab. Gott erscheint durch seine Engel. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Inmitten aller Mutlosigkeit blitzt der Funken Hoffnung auf. Und die Hirten machen sich auf den Weg, finden das Kind, knien nieder und beten es an. Das Leben der Hirten bekommt wieder eine Perspektive. Dort, wo alles hoffnungslos erscheint, zündet Gott ein neues Licht an. So dann auch bei den weisen Männern, gebildet, belesen und gelehrt, anerkannt bei den Mächtigen dieser Welt. Und doch fehlt diesen Männern etwas. Das, was sie sich für Geld nicht kaufen können. Sie merken, dass all die materiellen Güter keinen Bestand haben. Da sehen sie am Himmel einen hellen Stern. Und sie wissen, dieser Stern ist etwas Besonderes. Das müssen sie genauer betrachten. Und so machen sich auch die weisen Männer auf den Weg. Erst durch Umwege kommen sie dann zum Stall. Und werden dort aber erleuchtet von innen her. Jesus schenkt ihnen Frieden für ihre Seelen, Frieden, nachdem sie so lange gesucht haben. Über den Hirten auf den Feldern und den Weisen erscheint Gott, der Herr der Herrlichkeit. Und dieser Herr verändert das Leben dieser Männer von Grunde auf. So auch bei mir, bei uns allen. Über uns bricht der Himmel auf. Gott kommt und ist schon da, mitten in jedes Leben hinein. Und er will dieses Leben zum Guten wenden, trotz allem, was gerade schief läuft. Daran glaube ich ganz fest. So mache auch ich mich auf, mit festem Schritt in Richtung Krippe. Und dort finde ich das, was mein Leben leicht Licht macht, auch wenn um mich herum alles grau und trist ist, wenn das Graue und Triste einerlei des Alltags mich gefangen nimmt.
Daher macht auch ihr euch auf und werdet Licht. Lasst das Licht der Advents- und Weihnachtszeit weiter brennen in euren Herzen. Es will wärmen und tragen durch alle Zeiten hindurch. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Amen. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig uns die Stadt. Leuchte du uns so an, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Stern über Bethlehem, du bleibst so stehen und lässt uns alle das Wunder hier sehen. Das da geschehen, was sie an den Tag. Stern über Bethlehem in dieser Nacht. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel. In dieser armen Stall gibt es so viel. Du hast uns hergeführt, wieder in dir. Stern über Bethlehem, wir bleiben hier. Stern über Bethlehem, kehr mir zurück. Steht noch ein heller Schein in unser Blick. Zeit mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Thank you.